Ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es darum, wie fängt man überhaupt mit dem Filmemachen an? Was macht man zuerst, was macht man zuletzt? Viel Spaß in diesem Video. Ja, grüßt euch Leute, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht es erst ums Filmmaking, Technikreviews, aber auch um Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Ja, und herzlich willkommen zu meiner fünfteiligen Serie, wie man Imagefilme produziert. Damit ihr keinen der anderen verpasst, dann klickt doch gern auch dann auf die Notification-Glocke, damit ihr dann immer informiert werdet. Heute geht es darum, wie fängt man wirklich an, vom totalen Neuling in der ganzen Branche, wie komme ich zu dem Punkt, dass ich wirklich Imagefilme für Unternehmen wie beispielsweise Adidas oder sonst wen irgendwie produzieren kann. Ich habe vor der gleichen Frage auch gestanden. Heute habe ich tatsächlich Kunden wie Siemens, Adidas und so weiter und so fort, für die ich das in regelmäßigen Abständen mache. Und mein Weg kann auch euer Weg sein, deshalb möchte ich euch hier wertvolle Tipps einfach geben. Genau, wie fängt man überhaupt an? Als ich angefangen habe und noch keine Ahnung hatte, habe ich einfach mit YouTube angefangen. Ich habe einfach wirres Zeug gefilmt, für das ich mich interessiert habe. Ich habe irgendwelche Laserschwertkämpfe mit meinem kleinen Bruder gemacht und das gefilmt. Und egal, ob ich es danach dann hochgeladen habe oder nicht, es war einfach super wichtig für mich, Erfahrung zu sammeln. Ich habe das damals noch nicht mit dem Zweck verfolgt, dass ich irgendwann mal Imagefilme produzieren wollte, sondern ich hatte halt immer so diesen Drive gehabt, irgendwas Neues ausprobieren zu wollen. Und ich habe halt dann mir immer verschiedene Inspirationen gesucht, was ich dann irgendwie mit einem YouTube-Video versucht habe umzusetzen. Und wenn ich mir das heute angucke, dann ist es natürlich verglichen mit dem, was ich jetzt so mache, nur Kraut und Rüben. Aber das ist halt einfach so. Mit dem ersten Film, mit dem man anfängt, wenn man sich den dann ein paar Jahre später anguckt, dann findet man den einfach furchtbar. Aber das ist einfach ein ganz normaler Prozess, dass man halt wächst. Genau, und wie könnt ihr so anfangen? Deshalb empfehle ich euch einfach, sammelt Erfahrung. Ob ihr nun irgendwie einen YouTube-Kanal eröffnet und dort irgendwas filmt, was euch gerade Spaß macht, oder ob ihr irgendwie Freunde fragt und sagt, hey, ich will mich jetzt mit dem Thema Filme machen auseinandersetzen, ihr fahrt doch regelmäßig Skateboard, ich würde es gern filmen. Einfach irgendwie eine Quelle, wo kein Druck auf euch lastet, wo ihr euch ein bisschen kreativ austoben könnt und wo ihr einfach Erfahrung sammeln könnt. Dann, wenn ihr genug Erfahrung gesammelt habt und auch gemerkt habt, dass ihr Step by Step besser werdet und im Idealfall auch noch Leute zu euch sagen, hey, das, was du machst, das sieht echt cool aus, dann seid ihr wirklich an einem Punkt, wo ihr sagen könnt, okay, meine Arbeit ist wertvoll für andere Leute. Das ist dann der erste Punkt, wo ich jemandem empfehlen würde, okay, fangt an, Hochzeiten zu filmen. Hochzeiten sind, finde ich persönlich, mit eines der schwierigsten, was man machen kann. Aber Hochzeiten sind, da kann man halt einfach rankommen, weil jeder kennt irgendwen, der irgendwie heiratet. Und jedes Brautpaar ist dankbar dafür, wenn man sagt, hey, ich würde dadurch, dass es mein erstes Hochzeitvideo ist, würde ich es für euch für umsonst shooten. Und man lernt dabei so unheimlich viel, weil bei Hochzeiten eben alles nur einmal passiert. Es ist nicht wie im Studio, ich habe Stunde Zeit, ums Licht zu setzen oder was auch immer, sondern wenn der Ring dran ist, ist er dran, und wenn euer Fokus nicht gesessen habt, dann ist euer Problem halt in dem Fall. Also man lernt da wirklich, wie man super schnell antizipiert und dann weiß, okay, jetzt muss ich das filmen, jetzt muss ich dieses filmen, und das ist einfach eine wirklich sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Dann, wenn ihr das gemeistert habt, könntet ihr noch überlegen, okay, ob ihr eine andere Form von Event irgendwie filmen würdet, zum Beispiel auch so ein kleines Corporate Event oder irgendwie sowas, einfach um eure Erfahrung zu erweitern. Wenn ihr dann wirklich an einem Punkt seid, dass ihr sagt, okay, eure Arbeit ist gut und auch die Leute, für die ihr bis jetzt schon was gemacht habt, sagen, hey, wirklich vielen Dank, das hast du richtig gut umgesetzt und so weiter und so fort, dann ist der Punkt, wo ihr sagen könnt, okay, ich fange jetzt an, Imagefilme zu produzieren für Unternehmen. Wenn ihr das Ganze andersrum macht und erst anfangt, ohne irgendwelche Erfahrungen, dann ist es wahrscheinlich so, dass ihr das Ding völlig gegen die Wand fahrt und eure Reputation danach völlig im Eimer ist und ihr es danach extrem schwer haben werdet, irgendwie an Aufträge zu kommen. Deshalb fangt wirklich klein an, immer Step by Step, sammelt viel Erfahrung, damit ihr dann mit dieser Erfahrung anfangen könnt, Imagefilme zu produzieren.
Genau, und in dem nächsten Video geht es dann darum, wie spreche ich konkret Kunden an, wie verhandle ich mit denen und wie komme ich an meine ersten Imagefilm-Aufträge. Das ist gar nicht so einfach und darum geht es im nächsten Video. Also nicht vergessen, morgen einzuschalten. Bis dahin, Leute. Ciao.